geschieht es, dass man im Fieber die Kontrolle verliert über sich und das kleine Ding, das schuld ist an allem. Es ist der Renault 5 Turbo. Entwickelt aus einem biederen Kleinwagen, ist das irrsinnige Geschoss auf den Rennstrecken Europas zum Zugpferd für Hunderttausende von Zuschauern geworden. Die Rennveranstalter haben erkannt, dass mit so einem Pulk von 180 PS starken Minirennern stets Stimmung auf dem Kurs einzieht. Denn kaum in einem anderen Markenpokal wird so hart gefightet wie bei den R5 Turbos. Wo Turbo-Altmeister Ragnotti startet, machen die anderen unbarmherzig Jagd auf den ehemaligen Stuntman in seinem traditionell blauen Wagen. Wenn die Turbos zur Hatz auf den Champion blasen, dann kann es auch schnell mal passieren, dass einer im Grünen landet. Zu ihnen gehört Jacques Isler, der Schweizer, oder der 24 Jahre alte Münchner Peter Oberndorfer, der seinen Konkurrenten nicht nur im Rennen den Rücken zeigt. Jean Ragnotti ist für viele Fahrer das Ass unter den Turbopiloten. Viele glauben, dass er den Pokal holt. Knut Jäger, ebenfalls ein Deutscher und vielbeschäftigter Geschäftsmann, gilt bei Kollegen und Zuschauern als besonders harter Kämpfer. Vorne jagt sich die Spitzengruppe. Zwei Deutsche sind mit dabei. Peter Oberndorfer und der Schwabe Wolfgang Schütz, der schon bei den kleinen Renault-Pokalen von Anfang an dabei war und auch 2 Jahre Erfahrung in der Pro-Car-Serie hat. Und jetzt kurz vorm Ziel beginnt das große Drängeln und dann passieren natürlich solche Sachen. Aber auch das ist harmlos ausgegangen. Nur gewinnen tut man so nicht. Der blonde, schlagsige Bayer ist von der Pike auf bei den R5 dabei. 3 Jahre lang kurfte er mit dem heißgemachten Familienauto über Rundstrecken, bis auch ihn jetzt das Turbofieber erwischte. Zum ersten Mal darf er jetzt aufs Treppchen. Hier hat sich Joël Gouillet, ein älterer und schon formelerfahrener Franzose, an Ragnotti gehängt, der wieder mal führt. Bis zu 20 Kilometer und mehr kann er so gewinnen. Und mit diesem Trick schiebt er sich auch vorbei. Und schon balgt sich die Spitzengruppe. Gouillet, Ragnotti und Boy Haie. Und da kracht es. John Bolton geriet aus der Kurve. Da überschlägt sich der Franzose der Pass. Einmal, zweimal, über 5-mal, bis der Wagen liegen bleibt. Die anderen müssen abbremsen und durch den Schrottkurven, der auf der Fahrbahn liegt.